War ein französischer Film. Also Tom wollte eigentlich, ist egal. Aber, also da waren so zwei Dorfheinis, die haben totalen Stress miteinander. Ich meine, ja klar, auf dem Dorf. Und dann kam eines Tages diese, ich glaube Jojo hieß die oder so. Also die kam mit ihrer Tochter da an und mischte die ganze Bauernrege auf. Ich habe mich teilweise echt weggeschmissen. Das kann man gar nicht erzählen, total schräg. Wie hieß denn dieser Film nochmal? Egal, aber die Franzosen machen irgendwie geile Filme. Hätte ich denen gar nicht so zugetraut. Liebe Zuschauer, im Filmclub hier auf N3 möchten wir Ihnen jetzt wieder einen Film von Luis Buñuel vorstellen. Das verbrecherische Leben des Archibaldo de la Cruz, gedreht 1955 in Mexiko. Auch hier bleibt sich Buñuel treu in seinem Hass gegen jede Art von etablierter Gesellschaft und in seinen Vorstellungen von der subversiven, der zerstörerischen Kraft der Liebe. Das verbrecherische Leben des Archibaldo de la Cruz.